Gewehrauflagen aus reinem massiven Buchenholz, hergestellt von Volker Jung. Einer meiner ältesten Freunde, Bekannte aus dem Skisport ist Volker Jung. Volker Jung ist meiner Kenntnis nach gelernter Schreiner, Tischler und baut aus reinem Buchenholz, geöltem Buchenholz, Gewehrauflagen zum Einschießen von Langwaffen, können aber auch für Kurzwaffen verwendet werden, die auch in dem einen oder anderen Verband für das sportliche Schießen mit Langwaffen zugelassen sind. Volker hat mir freundlicherweise zwei Gewehrauflagen zum Begutachten, zum Anschauen zur Verfügung gestellt. Ich sage gleich vorneweg, ich habe bereits zwei Stück hier gehabt, schon seit längerem und nutze die auch sehr, sehr regelmäßig. Sie sind qualitativ sehr, sehr hochwertig und damit kann ich mir durchaus ein relativ gutes Urteil über diese handwerklich sehr schön gemachten Gewehrauflagen machen. Zur Verfügung gestellt hat mir Volker jetzt zwei Stück, eine große und eine kleine, sprich eine leichte, transportable und eine eher ins stationär gehende Gewehrauflage. Wir fangen mal mit dem kleinen an, und zwar das ist die Variante Pocket. Das wäre diese Variante. Ihr seht, das ist wirklich ein massives Buchenholz. Soweit ich weiß, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das Reststücke vom Treppenbau. Ja, also das ist wirklich massives, stabiles Holz, in das Volker sehr viel Arbeit reinsteckt, mit sehr viel Liebe. Und das finde ich richtig geil. So, diese Auflage ist nahtlos in der Höhe verstellbar. Und zwar haben wir ein Maß von 150x150x145. Und kann, wie gesagt, in der Höhe nahtlos verstellt werden, einfach mit der Flügelmutter wieder festziehen und ich kann es direkt an mich anpassen. Vorteil an dieser kleinen Variante ist tatsächlich, sie passt in nahezu jede Rangebag rein und kann somit wunderbar mit auf den Stand transportiert werden, wer das Ding mal mit auf den Wettkampf nimmt. Diese Variante, die Pocket, kostet 19,99 € zuzüglich Versandkosten. Bis vor zwei Jahren, als der BDS die Sportordnung geändert hat, waren sie sogar im BDS zugelassen für den Wettkampf. Aber Sportordnung wurde geändert. Was da geändert wurde, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht bekanntlich im BDS, aber somit ist sie nicht mehr dort zugelassen. Leider. Gewicht liegt bei ca. 0,7 Kilo, also gar nicht mal so schwer, ist aber dennoch sehr standfest und robust aufgebaut. Die Langwaffe liegt hier oben auf einem Neoprenstreifen. Damit ist auch ein Schaft soweit eigentlich geschützt vor irgendwelchen Kratzern, Beschädigungen oder Dellen. Die zweite Variante ist ein bisschen größer, ist in den Maßen 300x150x220 mm, Kostenpunkt 24,99 € und ist in der DSU zugelassen. Und das wäre diese Variante. Vorteil bei dieser Variante ist, ich habe hier einen V-Ausschnitt, wo die Waffe quasi fix drinnen liegt und sich nicht groß verrutschen kann. Ich kann bei Bedarf, wenn ich zum Beispiel einen Metzschaft habe, der hier eben nicht reinpasst, kann ich diesen Mittelblock rausnehmen, einfach hier die Rändelschraube einseitig rausnehmen, rausziehen, das Ding hoch, 180 Grad gedreht, wieder runter und dann habe ich hier eine glatte Oberfläche zum Auflegen. Ist natürlich dementsprechend flexibel, ist vielleicht von der Größe her nicht unbedingt in dem Bereich, dass ich sie tatsächlich in einen Rangebag reinpacke, aber man kann sie auch wunderbar zum Beispiel stationär auf den Schießständen positionieren. Das Gewicht der großen Variante liegt bei ca. 2,3 Kilo. Ist eine Hausnummer, wie gesagt, vielleicht für den mobilen Einsatz nicht so wirklich das geeignete Mittel, da dann doch lieber die 0,7 Kilo schwere Pocket-Variante. Der Verstellbereich der großen liegt bei zwischen 100 mm und 270 mm. Und das ist schon ein ordentliches Stück. Versandkosten für die große Variante liegt bei 7 €, für die kleine Variante bei 5 €, beides mit DHL. Ich werde auf jeden Fall gucken, ob ich mit diesen Gewehrauflagen demnächst auf den Schießstand komme. Gegebenenfalls nehme ich sie mal mit nach Wiesloch. Das ist ja in knapp 3 Wochen, 14 Tagen, am 7.4. Da werde ich diese Gewehrauflagen mal mitnehmen und werde mal auch ein paar Leute dort mit schießen lassen. Mal gucken, was die davon halten. Einfach mal so ganz spontan. Und das werde ich natürlich auf dem Video mit aufnehmen und werde die eine oder andere Frage dazu auch nochmal an den Schützen stellen, weil ich denke mal, das macht am meisten Sinn, wenn man einfach mal ein paar Leute blind da dran setzen, was, hey,
Mach mal. Auf jeden Fall, ich kann, wie gesagt, diese Gewehrauflagen wärmstens empfehlen. Sie sind handwerklich sehr gut gemacht. Sie funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Kein Schickimicki. Sie sind preislich sehr, sehr interessant, wenn man überlegt, dass Benchrest-Auflagen ein Vielfaches mehr kosten und auch nichts anderes tun, als letzten Endes das, was ich hiermit auch tun kann, zu einem vertretbaren Preis. Und ich sag mal, ich glaube, selbst diese Auflagen könnte man auch für ein paar Taler mehr verkaufen, denn gutes Handwerk will auch bezahlt werden und Volker ist ein guter Handwerker. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, der Volker wird mich wahrscheinlich dafür steinigen, aber wie gesagt, ich habe bestimmt 5, 6, 7, 8 Jahre alt welche gehabt. Der eine liegt noch tatsächlich in Braunfels, den habe ich da stehen lassen für meine Ex-Kameraden dort. Ich habe aber noch zwei Stück hier, die ich auch sehr, sehr gerne beim Waffenreinigen verwende. Weil auch dafür kann ich die Waffen wunderbar in Position bringen, auf eine gewisse Höhe und habe dort die Möglichkeit, sauber machen oder auch zum Zerlegen, wenn ich halt ein bisschen platzmäßig eingeschränkt bin und die Waffe ein bisschen höher muss. Auch dafür können diese Gewehrauflagen sehr gut verwendet werden, wenn man sie dafür nutzen möchte. Bezogen werden können diese Gewehrauflagen über die Adresse www.gewehrauflagen.de. Und ich würde mich freuen, nein, ich bekomme dafür keine Vorteile, aber es wäre für mich tatsächlich interessant, und ich denke mal auch für den Folger, wenn ihr einfach nur erwähnt, dass ihr über das Video, über meinen Kanal auf die Gewehrauflagen aufmerksam geworden seid. Das wäre eine coole Geschichte. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, Wiesloch werde ich diese Gewehrauflagen mitnehmen und dann werden wir mal gucken, ob wir darüber vielleicht mal Live-Test machen können, quasi. Wie die anderen Menschen auf diese Dinge reagieren. Wie gesagt, ich bin total begeistert von diesen Teilen und möchte sie eigentlich nicht mehr wirklich missen.